So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Y. Im letzten Part haben wir die liebe Valeria besiegt. Ein bisschen überraschend, also was nicht überraschend besiegt, aber überraschend sind wir gegen sie in den Kampf gezogen. Jetzt gehen wir zur Pokéballfabrik und schauen mal, ob wir da ein paar gratis Pokébälle abheimsen können. Einheimsen können, besser gesagt. Wäre auf jeden Fall ziemlich schick. Wie wär's mit diesem großen Pokéball da? Er will uns den Zutritt verwehren. Nichts da. Lass mich nochmal mit ihm reden. Hä? Wer? Summer, warte. Wer verwehrt da den Zutritt? Okay, was habt ihr zu sagen? Nanu, was geht denn ab? Sind da nicht gerade Senna Banana und Trovato Tomato vorbeigedüst? Wir wollten uns doch hier treffen, oder? Ich frage mich, was da vor sich geht. Hä? Senna Banana, warte! Halt! Was war das denn? Hä, was ist los? Was ist denn hier los? Nun, ich werde den jetzt mal auch hinterherrennen. Team Flair, hier? Da drin geht irgendwas vor sich. Lass uns mal nachschauen, solange der Typ da weg ist. Okay, gutes Ablenkungsmanöver. Senna Banana. Jetzt sind wir in der Pokémon-Fabrik. Ey, warte, ich will noch gar nicht rein. Ja, Team Flair, ich hab's gesehen. Aber ich will noch gar nicht rein. Ich will mich erstmal hier ein bisschen auf dem Grundstück umschauen. Seht ihr? Ein kleiner Irrgarten. Hier im Irrgarten gibt's etwas. Oh, im Irrgarten wird's was geben. Was ist der Unterschied zwischen einem Labyrinth und einem Irrgarten? In einem Irrgarten gibt es mehrere Wege. Und, nicht mehrere Wege, mehrere Ein- und Ausgänge. Ja, im Dings gibt, also im Labyrinth gibt's auch mehrere Wege. Aber nur einen korrekten Weg. So, dann weiß ich schon, wo das Item ist. Und da ihr seht, dass hier mehrere Eingänge sind, ist das wohl eher so ein Irrgarten. Oh! So viel zu gratis Pokébälle. Immerhin habe ich schon mal einen Pokéball. Aber ich erwarte da ein bisschen mehr als einen Pokéball. Ich will da eher so ein, weiß nicht, Superball oder so. Hier ist auch was. Hier dahinter, oder? Nee. Hä? Hier ist noch was. Ich weiß nicht genau wo. Wahrscheinlich, okay, ich weiß wo, hier. Nehme ich mal an, oder? Ja, sehr schön. Feuerheil, also mit dem Itemradar komme ich nicht zu 100% klar, merkt ihr auch selbst. Aber irgendwie geht es schon. Hier ist doch bestimmt was. Hier kann nicht nichts sein. Seht ihr? Habe ich doch gesagt. Ein Fensterball, uiuiui. Sehr nice, sehr nice. Nice ist übrigens das englische Wort für nett. Also es ist sehr nett hier. Wollte ich mal sagen. Gut, dann haben wir die linke Seite mal abgefarmt. Jetzt geht's an die rechte Seite. Und rechts ist voll kacke. Wieso ist rechts kacke? Ja, weil alle rechten Nazis sind. Bum, bum, bum. Hypertrank, sehr fein. Also wir finden hier, wie ihr seht, jede Menge Items. Das ist super gut und ich finde es auch echt gut von den Entwicklern, dass sie das ab wann haben sie das überhaupt gemacht? Ich glaube ab Diamant, Perlen und so, dass man so viele Items in Taschen laden kann, wie man will, weil es ist echt immer mühsam, wenn man irgendwelche Items auf dem PC ablegen kann. Ist irgendwie realistischer, aber es ist auch irgendwie nicht realistisch, dass man ein Fahrrad mittragen kann, von dem her. Realismus, who cares, sag ich mal. Also das ist ein Team Flair-Typi. Ja. Das gehört zu Story. Ich dachte, wir einfach kämpfen. Wenn ich deinen roten Anzug so betrachte, dürftest du wohl ein Mitglied von Team Flair sein. Zahlen dir die Deppen in euren Karnevalsverein denn so wenig, dass du einen Nebenjob brauchst? Wie kannst du es wagen, dich über Team Flair lustig zu machen? Los, Magnein, zeig diesen Spaßvögeln, was eine Hake ist. Ich erledige das mal, geh du schon mal vor. Oh, sie macht ihn kaputt, okay. Ah ne, hier können wir leider nichts. Oh, hier ist einer. Hier kommen aber ziemlich wenig Pokébälle auf das Fließband. Können hier drauf? Können wir... Nein! Geh zurück. Muss denn zurück? Ich will doch gar nicht da lang, Mann.
Das ist echt blöd. Na gut, egal. Kämpfen wir mal hier gegen die Team Flair. Dupi Dupis. Nein, wieso mag nein? Ich hab Fire an erster Stelle. Okay, Fire Double Blade Action. Ne, lieber nicht. Wir wechseln aus zu... Ich bin so wie du mit Winnetou. Gut, er setzt wahrscheinlich Knirscher ein. Was anderes würde ich nicht erwarten. Brüller. Was, wie setzt der Brüller ein, Pieser? Okay, komm irgendwie... Grenouille, ja, Grenouille geht klar. Grenouille, zeig ihm, was ein Surfer ist. Grenouille, Ninjutsu des Wasserverstecks oder so. Noch ein Brüller. Also, solange es nicht Grabbit ist, ist alles okay. Na gut, Grabbit zeigt ihm mal, was eine Hake ist. Los, Grabbit. Bam! Und das Klava hat das Magnet kaputt gemacht. Sehr gut, Grabbit. Jede Menge Erfahrungspunkte für Grabbit, das Rabbit-Pokémon. Das ist schön, das ist schön. Aber noch schöner ist, dass Fire ein Level-Up hat, genauso wie kein anderer. Golbat. Golbatschow. Hat Grün noch Katapult? Ne, da hat glaube ich kein Katapult mehr. Mist. Aber wir haben ja nichts Richtiges gegen... Komm, Fai. Giftattacken können uns nichts ausmachen, aber sie hat Biss. Es hat Biss wahrscheinlich. Na gut, egal. Ein Biss halten wir aus. Und Flugattacken, wollte ich auch noch sagen, machen uns auch nichts aus. Akrobatik, ja. Seht ihr, gar nichts machen die uns aus. Los, Dunkelblau. Bam. Hoffentlich zieht's genug ab. Schattenstoß könnte reichen. Schattenstoß könnte unter Umständen reichen. Zeigen wir mal. Yes, sehr gut. Sehr gut, Fai. Double Blade. Wie sage ich die ganze Zeit Double Blade? Na, weil es ein Double Blade ist. Aber wir haben Team Flareep besiegt. Ist jetzt nichts irgendwie weltbewegendes, weil er halt nur ein Team Flareep ist. Aber ist doch auch... Wie komme ich da unten ran? Also dann fangen wir... Wieso dreht sich die Kamera? Die Kamera dreht sich so ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Also so ein Humps. Ein Flottball, ja. Yeah. Flottball sind cool. Das Ding ist, wie komme ich jetzt weiter? Kann ich hier irgendwas betätigen? Damit sich die Maschine dreht? Ja, ich muss wahrscheinlich weiter... Okay, muss ich wohl weitergehen. Was gibt's hier Feines? Nix. Oder? Nee. Okay, dann weiter. Da oben ist eine Kabine. In der Kabine ist glaube ich was. Ich weiß nicht, tut mir leid. Ich freue mich halt nicht wirklich, dass ich jetzt gegen ganzen Team Dings übel kämpfen muss. Das ist ein bisschen lame. Aber gut, was soll man machen? Ja, komm. Winnetou, ich kann so wie du mit Winnetou. Oh, ich habe einen Anruf bekommen. Leider kann ich nicht. Wisst ihr, wie spät es ist? Es ist 13.37 Uhr. Was heißt das? 1337? Das heißt Lied. Witzig. Also, ich finde es ganz witzig. Anruf verpasst und zwei neue Nachrichten. Ah, ich bin ja sowas von beliebt. Das musste ich jetzt in die Aufnahme sagen, um zu zeigen, wie beliebt ich doch bin. Nee, wirklich, ich schreibe nie jemand was. Und niemand ruft mich an. Na, das sind jetzt aus. Ich habe mich mit meinem zweiten Handy angerufen, deswegen steht da, dass ich eine verpasste. Einen verpassten Anruf habe und zwei Nachrichten. Ich muss mir halt immer selbst schreiben. Das ist auch so, wenn ich irgendwo mit irgendjemandem rumhänge, dann schreibe ich mir auch immer so ganz, ganz. Nein, ich rufe mich immer so mit meinem. Mit meinem zweiten Handy rufe ich mich so heimlich an und dann tue ich so, als ob ich wichtig bin, so. Oh, was? Oh ja, ich komme sofort. Du brauchst mich? Ja, ich komme sofort, aber ich bin gerade hier beschäftigt. Deswegen komme ich erstmal ein bisschen später. Das ist ein ganz guter Trick. Da meint jeder irgendwie, ihr seid voll beliebt. Kann ich nur empfehlen. Oh, cool. Metallmantel. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Sehr nice. Fast so nice wie... Nice wie... Mario Kart.
geht's da hin? Da komme ich gar nicht hin, oder? Nee, da komme ich leider nicht hin. Schade. Schokolade. Henna Banana, Schade Schokolade. Also wenn jemand Schade heißen würde, wäre sein Spitzname Schokolade. Das wäre doch Klärchen, mein Bärchen. Klärchen, mein Bärchen. Mein Gummibärchen. Damit es auch was zu essen ist. Tierno Tomato, nee, Trovato Tomato und der Typ heißt Tierno. Genau, jetzt habe ich die Namen endlich alle beisammen. Ah, ist das nicht schön, ist das nicht fabulös, pompös. Was ist denn das hier? Hä? Andere Richtung, okay. Will ich das in eine andere Richtung leiten? Weiß nicht. Damit kommen wir zurück, oder? Ja. Im Moment. So, hier hin. Was können wir hier machen? Hier können wir den von der anderen Seite besiegen. Aber wir können hier auch hochkommen. Nein, wieso habe ich den Text nicht gelesen? Er hat irgendwas gesagt von, ich bin noch ein namenloser Rüpel. Das trifft sich ganz gut, weil er ist ein namenloser Rüpel. Aber gut, das wollte ich mir jetzt nicht unter die Nase halten. Irgendwie cool, ich weiß nicht, ganz cool. Ich werde jetzt mal schauen, ob er... Ja! Perfect predicted! Bin ich gut oder bin ich gut? Macht er nochmal einen Tiefschlag? Ja, er macht noch einen. Angeberei. Oh! Okay! Alles oder nichts, Leute! Alles oder nichts! Komm, den Schwertanz, den kriegst du doch. Ja. Und jetzt! Entweder Fight trifft und macht ihn sowas von kaputt hier mit plus 5 Angriff, oder er macht uns kaputt. Ah, ich dachte, Schlammbombe wäre von Typ Gift. Das ist aber... Bam! Kaputtisiert! Sehr schön! Ja, oder... Angeberei erhöht den Angriff stark, oder? Nicht nur normal. Das heißt, wir hatten plus... Oder ich weiß nicht mehr. Krafttrick? Nee, das ist nicht so gut. Das, switcht die... Dings... Die... Warte. Wenn ich das falsch sage. Ich glaube, wenn der Gegner sich aufboostet, dann bekommen wir seine Boost und er bekommt ne, also das, was wir haben. Also ändert die Statuserhöhungen und so. Glaube. Oder war es das, dass man Verteidigung und Angriff ändert? Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube eher ersteres. Nö, Fokker, du bist ja voll so ein Noob. Es war eher zweiteres. Noobi, 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 Noobi. Ja, okay, machen wir fertig. So, mal schauen, was Schluckweg so zu bieten. Eine Amnesie. Ich dachte eigentlich, wir sind schneller als Schluckweg, aber gut. Erhöhe nur deine Spezialverteidigung, ist schon okay. Okay, es wird ein Tree-Hit-KO. Noch einmal Dunkelklau und dann sollte, glaube ich, sogar Schattenstoß reichen, um es zu besiegen. I hope so. Ja, sollte. Sollte eigentlich locker rein. Schluckweg. Was sollte das? Schluck weg, nicht Schluck weg. Das war ziemlich lame, muss ich sagen. Muss ich mal zugeben, aber ist ja auch egal. Hauptsache, wir haben es besiegt. Und wir bekommen jede Menge Erfahrungspunkte. Und Gravity erhält ein Level Up. Yay, das ist supi, dupi. Fabulös, fantastisch. Gut, wir müssen eigentlich theoretisch hier rein. Aber ich würde eigentlich gerne noch die restliche Fabrik erkunden. Los, jetzt zieh dich nicht so. Insgeheim willst du doch sicher für Team Flare arbeiten. Wenn du uns zur Hand gehen würdest, müssen wir die ganzen Pokébälle nicht alleine schleppen. Oder du wirst gegen eine Zahlung von 5 Millionen Poké-Dollar Mitglied unserer Organisation. Bequemer geht's eigentlich gar nicht, oder? Was in aller Welt geht nur in euren Köpfen vor, ihr geistigen Tiefflieger? Ich kann doch nicht zulassen, dass sich jemand alle Pokébälle unter den Nagel reißt. Ach, vergiss es! Mit diesem Tattergreis verschwenden wir bloß unsere kostbare Zeit. Ja, du hast recht. Wenn hier eh keiner zu irgendwas taugt, können wir den Laden auch gleich in die Luft jagen. Sian, Sian! Wen haben wir denn hier? Einen Eindringling! Eindringling? Das sagen die Richtigen. Die ungebetenen Gäste seid doch wohl ihr. Hey du, ich brauche deine Hilfe! Meine Güte, das klingt jetzt aber reichlich verzweifelt, mein werter Fabrikleiter. Tja, es tut mir wirklich sehr leid, aber deine Hoffnung werde ich jetzt in Keime stecken. Bam, 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 bam. Sehr geil. Und was heißt sehr geil?
ja. Irgendjemand hat vorhin noch das Treffen formuliert, jetzt haben nochmal die Team, die Vorstände irgendwelche Namen, sondern sind einfach namenlos. Fand ich ganz passend, weil es... Tut mir leid, ich hatte gerade ein Kloß im Hals, weil es halt gepasst hat. Deswegen fand ich es passend. So, Gegenstoß. Gegen diesen Gegenstoß kann ich nicht viel andere. Mal schauen, ob Steigerungshieb schon reicht. Ich glaube es zwar nicht, aber könnte sein. Bitte. Nein, schade, schade. Schokolade, Grimasse. Nein, jetzt sind wir langsamer. Nein, jetzt sind wir viel zu langsam. Egal. Noch ein Steigerungshieb. Schneller sind wir trotzdem. Ha, als Zyrokex. Gut. Da haben wir schon mal plus 2 Angriff. Das ist supi pupi. Und wir schauen mal, was als nächstes da reinkommt. Was kommt als nächstes rein? Na, sagt es mir. Na, sagt es mir. Hundemon. Das arme kleine Hundemon wird aber leider draufgehen. Egal, auch wenn es schneller ist, was es wahrscheinlich auch ist, durch unseren Speed-Drop werden wir es besiegen. Ja, Prügel zieht jetzt nicht allzu viel ab, Kleines. Aber gut. Flying Press! Bam! Ein Overkill. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Damit haben wir den ersten Vorstand besiegt. Ich glaube, da warten noch 2 weitere auf uns. Alle reichen Level 43. Nur Fight Level 42. Nein, Winnetou hat auch nicht. Nanu? Level 43 erreicht. Und damit bekommen wir 3040 Pokédollar. Da verdiene ich ja sogar in diesem Luxushotel in Illumina City mehr. Hey, mach mal langsam. Du musst doch für uns so einen erbärmlichen Fabrikleiter nicht gleich in die Vollen gehen. Das war ja mal ein Trauerspiel. Von einem Vorstandsmitglied hätte ich da mehr erwartet. Aber was rege ich mich bloß auf? Jetzt müssen eben wir Forscher ran. Dann lass uns mal in den Kampf 2... im Kampf 2 gegen 1 so richtig fertig machen. Das erhöht wenigstens unsere Siegeschancen. Ach ja, tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Ist das etwa Verstärkung, was soll's? Ein Rotzlöffel mehr oder weniger, das ist doch Jacke wie Hose. Dank unserer Kombos sind die Wahrscheinlichkeiten unseres Sieges sogar exponentiell ansteigend. Was labern die? Okay, da braucht man wohl jemand Nachhilfe auf dem Gebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie. Seid ihr überhaupt Wissenschaftlerin? Kannst du mir im Kampf gegen diese Knalltüten helfen, Nachbar? Ja. Was ist da los, Mann? Da braucht jemand Nachhilfe in Wahrscheinlichkeitstheorie. Dann auf ins Gefecht. Was ist das Pokémon geworden? Nachhilfe in Wahrscheinlichkeitstheorie. Ihr gebt auch gleich Nachhilfe in Wahrscheinlichkeitstheorie. Ihr Lümmel, Mann. Er hat wohl Tänze. Oh, das ist nicht gut. Hoffen wir mal, dass Cleopatra nicht uns angreift. Wir greifen mal wohl Tänze an. Mindest, wieso hast du nicht Cleopatra angegriffen? Der Hühner. Okay, kein Problem. Solange es nicht um mich angreift, ist alles okay. Gut, Voltenso. Voltenso sollte jetzt besiegt sein. Sehr schön. Sehr schön, greift bloß nach mir an. Bloß nach mir. Ja, perfekt, ihr seid gut. Ihr seid gute Gegner. Ihr seid gute Gegner, weil ihr nicht mehr angreift, sondern die böse, böse Senna. Obwohl, so böse ist sie gar nicht. Aber wir haben Voltenso besiegt. Yeah, sind wir nicht die Besten? Wir sind die Allerbesten. Gut. Was gibt's als nächstes? Gar nichts. Sie schickt ihre Brigaron rein. Gut, deswegen ist es vom Typ Kampf. Das ist mir echt ein bisschen too risky, wenn ich das Fight drauf geht. Deswegen setzen wir mal Grenui ein. Auch weil er das Münzamulett hat und dadurch bekommen wir mehr Geld. Und außerdem sehen wir jetzt 2 von 3 Startern. Ist doch auch schön. Mit Gewissheit hat das nicht wirklich viel Schaden angerichtet. Das ist aber ziemlich gut. Samenbomben zieht auch einiges ab. So, dann machen wir mal Wasserschulknampf, um zu zeigen, was für coole Ninjas wir sind. Bam! Einmal. Komm, dreimal triffst du locker. Zweimal. Ah, zweimal reicht schon. Es war ein Volltreffer, nämlich. Wer nämlich ohne Haar schreibt, ist dämlich. So. Wir haben die besiegt. Winnetou erreicht Level 49. Damit haben wir unser Tagesziel erreicht. Oh nein. Kalu, ich habe es wirklich satt. Wir sind einfach so uncool. Eine hohe Wahrscheinlichkeit ist nur eine Wahrscheinlichkeit und somit keine Garantie. Ja, da haben wir auch 22.000 Poké-Dollar. Alter, wir sind reich.
Das ist ein Fünftel, wie viel wir zahlen müssen, um in diesem Luxushotel zu übernachten. Na sowas. Das darf doch nicht wahr sein. Da sind wir aber mächtig baden gegangen. Genug, das reicht. Wir haben schon die Pokebälle, Superbälle und Hyperbälle eingesackt. Das reicht fürs Erste. Machen wir uns erstmal aus dem Staub. Er schreit noch mehr rum. Ihr habt mich gerettet, vielen Dank. Ich stehe tief in eurer Schuld. Trotz eures geringen Alters seid ihr ganz vortreffliche Pokémon-Trainer. Gut, ich will euch als Zeichen meiner Dankbarkeit ein Geschenk machen. Ihr könnt zwischen einem Meisterball und einem Riesennugget wählen. Du darfst zuerst. Ihr habt die Wahl zwischen einem Riesen... Alter, wisst ihr, wie episch das wäre, wenn wir am Riesennugget nehmen würden? Das ist einfach... In der Pokémon-Welt ist ein Riesennugget nichts wert. Also es ist natürlich viel Geld, aber wir nehmen natürlich den Meisterball. Hier, bitte sehr. Wer hat in dieser Situation den Nugget gewählt? Wer? Ach, weißt du was? Ich gebe dir einfach beides. Ach so. Mist, ich hätte Eier zeigen müssen und das den riesigen Riesennugget nehmen sollen. Das gilt natürlich auch für dich. Oh, vielen Dank. Geht das auch wirklich in Ordnung? Mein Gefühl sagt mir, dass ihr beiden ganz genau wisst, was ihr damit anzufangen habt. Ihr seid anders als diese Gauner von Team Flair. Ach übrigens, nicht einmal ich weiß, was man mit einem Riesennugget anstellen soll. Dennoch, dieses verfluchte Team Flair. Was bezwecken sie bloß mit dem Diebstahl all der Pokébälle? Vielleicht wollen sie die verkaufen? Ich weiß es nicht. Vielleicht erfahren wir es im nächsten Part. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dahin, mein lieben Freunde. Man sieht sich schönen Tag noch und tschüss.